war ein wunderschöner Sommertag mit Sonnenschein. Gestern hat es zum ersten Mal geregnet. Paul und Paula gehen auf einer Wiese spazieren. Paula wundert sich: Warum sind die Kirschen am Baum zerplatzt? Daraufhin antwortet Paul: Ach, das hat mir meine Mutter neulich erklärt. Es liegt daran, dass es geregnet hat. Das finde ich ja interessant. Kannst du mir das vielleicht näher erklären? Aber klar, Paula, mache ich gerne. Die zuckrig süßen Kirschen sind von einer Wasserschicht umgeben. Diese Wasserschicht sorgt dafür, dass die Kirschen aufplatzen. Schauen wir uns die Kirsche mal genauer an. Jede Kirsche ist wie jede andere Pflanze auch aus Zellen aufgebaut. Zoomen wir mal ran und gucken uns eine Pflanzenzelle der Kirsche genauer an und schauen, was dort passiert. Jede Zelle ist umgeben von einer doppelten Membran. Diese Membran ist aufgebaut aus einer Lipid-Doppelschicht. Die Lipid-Doppelschicht besitzt einen wasserliebenden Teil in blau und einen wassernichtliebenden Teil oder fettliebenden Teil in gelb. Dies ist hier in diesem Modell dargestellt. Der wasserliebende Teil zeigt dabei nach außen und der fettliebende Teil nach innen zueinander. In den Zellen der Kirsche sind ganz viele Zuckermoleküle und auch ganz viele Wassermoleküle. Die Zucker- und Wassermoleküle können sich innerhalb und auch von Zelle zu Zelle bewegen, da sie einfach durch die Membran durchgehen. Innerhalb der Kirsche findet ein Konzentrationsausgleich statt. Das heißt, in allen Zellen sind ungefähr gleich viele Zucker- wie auch Wassermoleküle. Dadurch, dass die sich frei bewegen können, ist es nicht schwer, eine gleiche Konzentration überall zu schaffen. Wandern wir mal aber an den Rand der Kirsche, wo die Kirschhaut die Zellen eingrenzt. Diese Kirschhaut ist nicht durchlässig für die großen Zuckermoleküle. Das heißt, sie können von innen nicht nach außen. Allerdings kann Wasser von außen rein und von innen nach außen. Das Wasser auf der Kirschhaut, weil es ja geregnet hat, kann somit in die Kirschzellen eindringen. Schauen wir uns das in einem Modell mal genauer an. Wir haben einen Eimer, der unsere Kirsche darstellt. In unserer Kirsche oder in unserem Eimer befinden sich viele Wassermoleküle und Zuckermoleküle. Außerhalb der Kirsche haben wir die Wasserschicht. Die wird hier als ein Eimer voll mit Wassermolekülen dargestellt. Das wollen wir natürlich ausgleichen, weil wir überall die gleiche Konzentration haben wollen. Drinnen und draußen. Das Problem ist, Zucker kann nicht raus. So können wir die Konzentration nicht ausgleichen. Aber Wasser kann durch die Kirschhaut reindringen, in unseren Eimer, der unsere Kirsche im Inneren darstellt. Das heißt, ganz viele Wassermoleküle wandern jetzt von außen durch die Kirschhaut durch in die Kirschzellen rein, bis wir drinnen die gleiche Konzentration an Wasser haben wie draußen. So schaffen wir einen Konzentrationsausgleich innen wie außen. Nur das Problem ist, dass die Zelle immer voller wird und das hält sie nicht so lange aus. Das Wasser sorgt für einen Druck innerhalb der Zelle, so dass sie dann irgendwann aufplatzt. In den Kirschzellen ist eine höhere Konzentration an Zucker, als das Wasser um die Kirsche herum hat. Die Kirschhaut ist jedoch nur für Wasser durchlässig. Um das Konzentrationsgefälle auszugleichen, muss das Wasser von außen nach innen in die Kirsche eindringen. Durch den Druck, der in der Kirsche entsteht, platzt sie auf. Ach so, daher müssen bestimmt auch die Landwirte ihre Kirschen rechtzeitig ernten? Genau, Paula, das ist richtig. Ich glaube, du hast es verstanden.